Ich habe keinen Trank mehr, ne? Ich habe keinen Trank mehr. Oh mein Gott. Schnell weg. Ich höre sie hinter mir stapfen. Ach nee, das war er. Ich bin im Schlaf und hatte mal Furcht, aber das war jetzt. Ach doch, hab ich doch heute. Der keine Angst hat, während sich mein Gehilfe hier mit dem vergnügt, der gerade wegrennt. Sehr, sehr feige, wie ich finde. So, dann war es auch das. Und dann fressen wir gleich nochmal. Jetzt fressen wir meine Tomate. Auch Tomaten. Lange nicht mehr gegessen. So, und ich speichere gleich nochmal ab, einfach weil ich muss. Okay. Ja, ein bisschen dringend noch ein bisschen aufsteigen. Ich traue mich gar nicht zu laufen, obwohl ich sehe auf der Karte, so auf der Karte, was los ist. Was ist hier los? Wo bin ich jetzt hier? Ach so, hä, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ernsthaft? Das steht schon wieder unter einem sehr guten Stern. Geht es jetzt hier weiter? War hier nicht irgendwo immer was? Irgendwas, von dem ich nicht wusste, was es war? Ha! Oh mein Gott! Oh, ich wünsche mir das Tanzwaffen. Nein, auf! No. Oh, kann die hochspringen? Was soll denn da? Oh oh. Oh oh. Oh oh! Oh. Nein! Das waren zu viele. Das waren viel zu viele. Bin ich sicher? Oh nein, bin ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich tue euch doch nichts. Um Himmels Willen. Tomaten. Ich habe ganz schön viele Hähnchen. Keulen. Hähnchen habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Ach Gottchen, ich habe so viel lange nicht mehr gegessen. Also nicht, dass ich lange nicht mehr gegessen hätte. Ich doch nicht. Aber... so Zeug, so Leckeres, so Richtiges. Gut, das waren jetzt. Ich glaube, ich versuche mein Glück erstmal woanders. Vielleicht doch nochmal irgendwo in der alten Welt. Wir müssen da sowieso nochmal zurück. Ich muss ja dann noch ein paar Quests abgeben. Direkt aus der Hölle! So, jetzt machen wir was. Ich atme mich ja schon wieder selbst. Ach, habe ich vorhin überhaupt fertig erzählt, warum ich nur so ein geringes Zeitfenster zum Aufnehmen habe? Nee, habe ich gar nicht. Nix habe ich erzählt. Ich muss mich doch noch rausreden. Das habe ich ja ganz vergessen. Oh, was ist das denn für eins? Ich traue dem Frieden. Sprech das Wort, um passieren zu dürfen. Nicht ein weiteres Kennwort. Oh doch. Nein. Hase! Da war ein Hase, da war ein Hase, da war ein Hase! Wo ist er? Ist er das? Ja. Mensch! Die schlägt überhaupt nicht zu! Ich kann jetzt nicht dem Hasen blind hinterher rennen. Ich renne voll in so eine Meute Skelette, ich sehe es kommt. Ist perfekt damit. Aber hier sind gar nicht so viele. Gut, so pompös sieht der Turm jetzt gerade gar nicht mehr aus. Also ein bisschen zerkrümelt. Da sah sie! Hasi! Hasi! Doch mal Hasi! Mensch, jetzt mach doch mal! Es ist ein Hase! Brüll nicht so! Du kommst gar nicht vom Fleck. Ich sehe schon wieder die Brücke. Oh, hier kommen wir ja auch wieder hier lang. Ich will da nicht lang. Da müssen wir ganz woanders lang gehen. Irgendwo, wo ich ein bisschen mehr Übersicht habe über das, was uns angreift, wenn es uns angreift. Und dann will ich den mal kurz wegbeschwören. Damit er uns nachher mit seiner vollen Kraft und Zeit zur Verfügung steht, weil jetzt rennen wir erstmal ein Minütchen. Ist es ein Minütchen? Nee, ist es nicht mal ein Minütchen. Hm.
So, also um nochmal auf meine Ausrede zurückzukommen. Hier waren übrigens gerade die, hier ist das, was ich da eingeblendet habe, dieses große Trollvieh mit den Leuten drumherum. Das waren die, die wir auf eine Strafexpedition haben schicken lassen. Also wir sind quasi, ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt für einen Tod verantwortlich sind, aber wir haben doch alle Fälle unseren Teil dazu beigetragen, weil sie durch uns auf diese Strafexpedition mussten. Nein, nicht treffen! Nur schießen, nicht treffen! Uiuiui. Oh, die kann aber auch rückwärts auch ziemlich weit springen, muss ich sagen. Hör auf! Macht mal sowas! Feuert er jetzt eigentlich auf den Stein? Nee. Ey, ich wusste... Wieso können die zaubern? Das ist mal ganz normales Gewitter. Oh, oh! Nein, nicht! Oh Gott! Oh nein! Oh fuck! Nein, lauf! Ich will nicht schon wieder sterben. Der ist mein Stück, ja. Ich war jetzt gerade auf den Spruch, wir trinken mal einen Schluck. Ich fühle mich gar nicht gut. Greift. Oh oh. Scheiße. Das wird jetzt eng. Das wird jetzt. Oh oh. Lauf doch! Ich will noch nicht sterben. Ich bin auch viel zu jung dazu. Immer noch? Gut, den könntest du ruhig angreifen. Der hat. Ui! Ich hab nichts gesagt. Ich finde das bedenklich, dass der Schinken knuspert. Also so schmurpst. Oh, na toll. Ah, oh, ist das kacke. Brauchen wir Erfahrungspunkte. Ich muss erstmal die Quests abgeben, die wir noch haben. Bisschen Erfahrungspunkte sammeln, ein bisschen im Level weiterkommen. Ist ja, das kann ja nur noch ein Punkt sein da unten, wenn ich das so sehe. Gut. Na, hoch! Hier ist der Drachenkörper. Ist das nicht wunderschön? Wieso verwandelt sich ein Drachenritter nach seinem Tod eigentlich in einen Drachen? Das sind ja eigentlich Menschen. Oder nicht? Ich hab so gut nicht aufgepasst. Ach nee, hier wollen wir gar nicht lang. Wo muss man hoch? Wie geht denn das hier? Hä? Ach, hier geht. Oh. Wo ich mal ein Schild hinsetzen können. Ach so, ich glaube, da konnte man sogar. Oder zumindest bin ich da mal hochgesprungen, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, ob da was war. Das müsste ich mal austesten. Obwohl, das hat auch wieder was mit meinem ewig langen Geduldsfaden zu tun. Der ja nicht zwangsweise jeden ansteckt, der sich das hier vielleicht ansieht. Ich weiß es nicht. Gut, was waren jetzt eigentlich alles? Wir mussten. Ich kann ja mal ins Questlog gucken. Tagebuch. Was haben wir? Kunrad. Ach ja, genau. Das kommt später. Lovis Hinterlassenschaft auch. Goblinherz. Ich habe ein Goblinherz. Ernsthaft? Ist ja. Maxchen. Ach so, ja, da jetzt auch zu Richard. Okay. Gut, das machen wir erstmal. Um jetzt nochmal zu meiner Ausrede zu kommen. Mir scheint am Tag sehr, sehr stark, also zumindest am Vormittag, die Sonne aufs Bett. Aber wirklich extrem stark. Und deswegen muss ich nachts schlafen und kann nachts nicht irgendwie, also wenn ich eigentlich meine aktive Zeit habe, aufnehmen oder sonst irgendwas machen. Das geht einfach nicht. Und dann wache ich morgens auf, weil ich ja trotzdem nachts immer noch ein bisschen länger wach bin wenigstens. Und bin müde. Und dann habe ich vormittags keinen Bock aufzunehmen. Und dann ist irgendwann nachmittags. Dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass meine Eltern anrufen. Und das muss dann auch nicht unbedingt sein während der Aufnahme. Wer lief denn da? Hä? Wo kommt der Goblin her? Da war ich doch vorhin. Also, was heißt vorhin? In irgendeinem Let's Play? Ey, das sind schon wieder. Hä, wo läuft denn der hin? Okay. Mein Schink. Ah, dann habe ich. Ist hier eigentlich noch irgendwas in der Ecke? Hier war mal so. Nee. Zwei leere Fässer. Na gut.
Das interessiert kein Schwein. Das interessiert kein Schwein, warum ich so lange brauche zum Aufnehmen. Wir bringen jetzt erstmal unsere Quest zurück. Ich bin so müde. Ich könnte noch mal. Oh ja, das mache ich mal. Einen Augenblick bitte. Ich hole mir mal schnell einen Energiedrink aus dem Kühlschrank. Ist ja bei mir alles um die Ecke. So, aufmachen. Und diesmal nicht aus dem Glas trinken. Sondern ganz cool, direkt aus der Dose. So. Ach so, stimmt, Konrad stand ja da oben. Oh, das soll ich noch trinken, fühlt man sich gleich besser. Ach so, ist das Konrad, ja? Ja, ah, ihr seid es wieder. Was kann ich für euch tun? Ja, was ist denn los mit dem Hasen da? Hasen? Moment, ihr wurdet doch nicht von Locke zu mir geschickt, oder? Nee, manchmal fange ich einfach an, über Tiere zu reden. Ich finde Hasen süß. Wirklich? Nun, also ich mag Hamster. Sie sind, warum starrt ihr mich so komisch an? Oh, also doch, Locke, oder? Das ist so süß. Ja, doch, Locke. Hör zu, der Kerl ist ein Erpresser. Ich habe ihm den Hasen schon vor einer Woche gegeben. Und ihr seid nicht die erste Person, die er schickt. Dieser Richard hat mir fast den Arm gebrochen. Locke hat auf mich gelinde gesagt einen ziemlich geldgierigen Eindruck gemacht. Ich glaube, Konrad, und ich werde dafür sorgen, dass er euch nicht mehr belästigt. Oder behaltet eure Geschichten für euch, rückt mit dem Geld raus, oder ich bringe Locke ein Pfund Fleisch, das nicht nach Hase schmeckt. Gut, also ich denke wirklich, dass Locke ein ziemlich geldgieriger Geselle ist, was ja tatsächlich der Fall ist. Und Konrad macht auf mich einen sehr sympathischen Eindruck, und dann Hamster. Und deswegen entscheiden wir uns hier für Konrads Seite. Ihr macht eurem Orden alle Ehre. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll, aber vielleicht ist das hier für euch von Nutzen. Ich habe gehört, wie Locke mit seinem Karren geredet hat. Ich weiß zwar nicht, was das sollte, aber er sagte, Gold, mehr Gold. Tja, das habe ich leider auch schon so erfahren. Mit, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte uns da abgezogen wurden. So, Dankeschön. Gut, dann jetzt noch zu Richard und dann renne ich da rein. Obwohl, wenn wir einmal auf dem Weg sind. Ich versuche immer, mich so ein bisschen vor diesen Ladebildschirm bei Türen zu drücken, weil das ja ab und zu mal schief ging. Aber offenbar scheint es heute ganz gut zu laufen. So, Locke, du Socke. Was ist hier los? Ah, Drachentöter. Habt ihr euch den Flegel vorgeknüpft oder wollt ihr sehen, was ich im Angebot habe? Ich denke nicht, dass er derjenige ist, der in Flegel genannt werden sollte. Was? Ich verstehe nicht. Habt ihr nicht etwa Richard den gleichen Auftrag gegeben? Ich? Nein, habe ich nicht. Er lügt. Was für ein skandalöses Benehmen. Mir wird Unrecht getan und ihr übt keine Vergeltung? Ihr wisst die Lage nicht richtig einzuschätzen, Drachentöter. Verdammt, ich bin es, der hier zu Schaden gekommen ist. Niemals. Locke hat seine Preise erhöht. Ach so, Quest fehlgeschlagen? Ehrlich? Na, wenn ich das gewusst hätte. So, was ist denn jetzt, wenn ich den was anspreche? Was wollt ihr von mir? Ware. Sollte kein Problem sein. Och, wie weich der gleich wieder wird. Wow. Okay. Ich dachte, dadurch, dass wir mal Gedanken gelesen haben, sind die Preise jetzt wieder normal oder so, aber das hat sich ja gleich ziemlich stark erhöht. Dann will ich hier nichts, Locke. Verpiss dich. Sagte sie und ging weg. Gut, dann als nächstes zu Richard. Oh, jetzt habe ich gar nicht nochmal abgespeichert. Ich kriege Gänsehaut bei sowas. Aber es funktioniert. Ich bin positiv überrascht. Warum stehen denn hier so viele Leute rum? Na gut. Wo ist denn der? Der rannte doch auch hier immer irgendwo lang. Wo ist denn der hin? Der Mann mit dem goldenen Ausrufezeichen über dem Kopf. Ach da, nee, ein Fragezeichen. Gut, falsche Personenbeschreibung. Was soll ich da finden? Ah, ihr seid zurück. Was gibt's Neues? Die Sache mit den Suchenden ist erledigt. Die Kerle vom neuen Orden sind durch meine Klinge gestorben, um es mal poetisch auszudrücken. Wobei ich echt,
Ich weiß nicht. Es ist... Es tut mir leid im Nachhinein. Weil die waren so zuvorkommend. Die waren so... Ich meine, ich habe dem blöden Spruch gedrückt, der da mit mir gesprochen hat. Und der blieb so ruhig. Und die haben versucht zu handeln. Und ich war so, ja, dann Schluck Staub. Haha, das ist mal ein Gedicht nach meinem Geschmack. Ja, das ist toller Champion. Gute Arbeit, Drachentöter. Richard von Alleroth ist euch dankbar. Na, das bringt mir Nehmt viel. Dieses Geld. Oh, und das solltet ihr mal in der Stadt der Heiler sein, grüßt General Luxurius von mir. Natürlich, ich spiele auch gerne die Brieftaube. So, was ist das hier? 6 zu Lebenspunkte. Oder Gold. Oh, das ist schön viel Gold. Ich nehme das Gold. Und ah, ihr seid zurück. So. Was gibt's Neues? Jetzt, ich habe gehört, ihr habt Kuhnrad ein bisschen aufgemischt. Ha! Ja, dieser gerissene Hund hat einen Händler betrogen. Hat aber nicht lange gedauert, ihn zurechtzuweisen. Nein. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe gerade sehr laut geschluckt. Ich habe ein paar Goblin-Herzen für euch. Nicht schlecht. Her damit. Und hier habt ihr euer Geld. Ich würde es für Bier und Birnen ausgeben, aber das ist nur ein Vorschlag. Indem er vehement festhält. Gut, wir haben ein Level mehr. Okay, was gab's hier noch alles? Hier gab's auch noch mehr. Ach Quatsch, Tagebuch. Halt. Jetzt habe ich. Oh, ich habe einen Punkt übrig. Den muss ich doch gleich mal vergeben. Nachdem wir das hier. Achso, ja, Hilfe für den Banditen. Da muss ich dann nochmal da runter. Auf zur Jagd. Hjalmar ist tot. Gut, also da müssen wir nochmal da rein. Dem Tod auf den Fersen. Ich bin auf einen Nekromanten namens Naberius. Achso, ja, stimmt, das ist das. Lovis auf der Spur. Ist aber auch noch nicht, ich glaube, nur das, was blau ist. Ja. Das und das und das. Das, was blau ist, haben wir gelöst, so wie hier bei Hjalmar. Und da gehe ich jetzt mal in die Kaserne. Ich muss wirklich jedes Mal überlegen, ob das jetzt Kaserne oder Taverne heißt. Ich weiß nicht, was da los ist bei mir. F5. Dann nochmal einen Schluck nehmen, wenn das hilft.